Hallo und willkommen zum Corruption Fishing Part. Ja, Corruption Fishing. Der jetzt, ich habe genug Rock Lobster, dass ich sie dir kopieren ist. Kann. Das muss ich ja über Pilot machen eigentlich. Ein Pylon? Ich warte, dass du dort zuerst hingehst, damit soll ich zu dir fort. Soll ich da vielleicht erstmal was bauen? Warte mal, wo ist denn das? Ein Corruption House haben wir noch nicht. Oh mein Gott, blöder Bloodmoon, jetzt kommen da Gegner raus. Ja, dann machst du halt was. Oh, Party. Ja, schmeiß ein Party. Wenn ihr meint. Klar. Party, dass ich endlich mal Item bekomme, ob so schon so ist. Würde ich auch so sehen. Auf der Ebene. Aber wait a minute, das ist zu nah dran, weil der Teleporter da stehen würde. Warum habe ich jetzt das Ding in der Hand? Tele. Das bräuchte ich immer, das bräuchte ich immer, das kann ich hier rüberpacken. Der kann hier rein. Der kann hier rein, der kann hier rein, der kann hier rein. Der. Okay, die lasse ich mal noch da. Gib mir das hier, gib mir das hier. Und jetzt gib mir bitte massig Wire. Wire. Soll ich gleich mehrere Layer bauen? Also da drüben habe ich rot und gelb gezogen. Ja, Oasis-Kite. Ja, auch rot und gelb. Wir haben einen neuen Guide, ja. Der ist mir so von scheißegal. Weißt du das? Du bist aber nicht sehr höflich zu Bradley. Genau. Und das muss jetzt einmal richtig hart durchgezogen werden. Bis. Ja, bis da. Der Rest dann da. Oh, warte mal, das ist Ocean. Dann hätte ich den anderen Switch. So. Also, ich bin voll. So. Wie ist das dann passiert? Fishing Line will never break. Aber sie ist gerade zerrissen. Oh, ja, hast du denn das Accessory an? Hm, ja, scheinbar funktioniert es im Inventar nicht so gut. Du bist ein Vollidiot. Ja. Oh, ich habe 5. Ja, perfekt. Okay, ich habe genug Oyster. Warum macht er das denn jetzt so? Ah, na also. Jetzt dreht er es wieder dahin. Ja, okay. Gehe ich erstmal 50 Kilometer hier nach oben, bis es sich dann wieder dreht. Er verdreht sich bald wieder, weil ich nicht weiß, wie lange ich nach unten ziehen kann. Hallo. Wire. Ich möchte dich mehr gerade legen. Schieb dich endlich. Das will einfach nicht. Das Wire will einfach. Ja, und jetzt ist die Ver. Ich will es am Boden lang legen. So kann ich das doch nicht am Boden lang legen, wenn es sich das selber 5 Kilometer hochzieht. Hm. Ja. Dann leg ich es halt jetzt mehr stückchenweise.
Und das war jetzt unbedingt von mir verlangt, dass ich es jetzt mehr stückchenweise lege, dann lege ich es mehr stückchenweise. Ah, hi. Oder nicht, du bist ja gar Was? Da. Ich bin doch gar nicht bei dir. Wen sagst du denn jetzt hi? Ich dachte, du bist daheim, aber du bist schon unterwegs. Ich dachte, du sagst nur hi, wenn du mich auch siehst. Ich habe spontan hi gesagt, als ich zurück bin. Ah, bist schon gespoilt. Hallo, Maya, dreh dich bitte wieder. Da laufe ich jetzt wieder 5 Jahre und dann geht's weg, weil ich zu lange gebraucht habe, weil sich das Maya nicht richtig hinstellt. Es gibt keinen Knopf, mit dem ich switchen kann, wie es geht. Es geht, wie es will. Aus irgendeinem Grund finde ich, dass diese Methode diesen Weg gerade besser, obwohl ich den aber nicht möchte. Nein, es hat sich doch gerade eben umgestellt, was zur Hölle. Ja. So. Oh mein Gott. Hi. Warum ist das so weit unten? Wo ist mein Biocular? Ist das so weit unten, dass ich es nicht sehen kann? Ich kann es sehen mit Binocular, aber ich kann den Wirecutter nicht mit Binocular benutzen. Oder? Kann ich der Great Design. Nein. Halt einfach nach unten. Was wolltest du von mir gerade? Ich hab nur hi gesagt, weil ich da war, wo du warst. Ah ja. Verstehst. Bist du fertig mit dem anderen Ort, wo du fischen warst? Ich hab nur eine Oasis Crate geholt. Ich hab schwarze und weiße Perle, aber es kam nur eine pinke raus. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Aber wir haben jetzt genug. Also wir könnten die Pinken auch farmen, wir müssen halt ein paar hundert Oystern öffnen. Ich hab's dir in die Kisten gelegt, also. Ja. Wireblazer. So. Geht das so stark nach oben? Okay. Naja, es geht dann noch stärker nach oben. Aus einem komischen Grund gehen wir ja 50.000 Kilometer hoch. Weil es alles irgendwie viel, viel höher ist als der natürliche Spawnpunkt. Weil es sein muss. In Himmelsinsel, wer hätte das gedacht? Jetzt tu nicht so blöd. Du hast dir doch eh schon entdeckt. Da war einfach nur ein Raub. Dann bin ich das Seil nach oben. Ja, du hast sie doch eh schon alle entdeckt, Mann. Ich weiß, das war mein eigenes Raub. Aber ich bin jetzt in der Corruption. So wie es ausschaut, waren wir hier schon mal. Mein Gott, Alter. Ich geh durch den Baum. Ja, ich geh durch den Baum durch. Das mach ich. Verstehe. Würde ich auch. Mein Gott, Alter, hasse ich dieses. Warum haben sie den Great Design denn ein Time Limit gegeben? Ja, das klingt dumm. Oder meine linke Maustaste hat ein Time Limit, wie lange ich sie gedrückt halten kann. Und das ist der Grund. Aber das glaube ich jetzt nicht. Das glaubst du jetzt auch nicht, oder? Nö. Ich glaube an viele Dinge. Aber daran nicht. Könntest du aufhören, immer so blöd daher zu reden. Okay, ich bemühe mich. Boah, dieser See ist viel zu groß geworden. Naja. Ach, scheiße, Great Potion. Komische Dunstar-Fledermaus-Waffe, die wir jetzt haben. Ja, ist doch cool, meinst du nicht? So, Keine Ahnung, ob ich die schon euch gezeigt habe oder ob ich da. Aber wie droppt. Vielleicht hast du es übersprungen. Ich vermute mal jeder Fledermaus, weil warum soll es nur die Höllenfledermaus sein?
Ich meine, 21 Melee-Damage ist jetzt nicht so stark. Mal liest du irgendwann das komplette Bestiarium durch? Alle Einträge? Ja, das wird wahrscheinlich in diesem PvP passieren. Habe ich fast erwartet. Ich meine, in welchen anderen LP kriege ich das denn noch voll? Ich kann mir eigentlich nicht jeden Gegner spawnen, aber ich kann die Spawn-Rates insane erhöhen und sowas. Also das Bestiarium von dem Typen, den wir gerade gefarmt haben, das ist voll und wahrscheinlich auch von allen anderen Höllenkreaturen. Man muss, glaube ich, irgendwie nur 200 Mal einen Gegner killen, damit das voll ist. Und das zählt nur für Gegner, die halt rar sind. Die halt häufig sind. Rare Gegner muss man weniger killen. Okay. Wenn Gegner selten ist, muss man ihn nicht so oft killen. Da sind die Entwickler nett. Sagen, ja, den siehst du eh nicht so oft, den musst du jetzt auch nicht so oft umbringen. Ich habe bei den Gegnern mega genervt, dass ich nur kein Kobaltschild habe. Was hast du nicht? Ich habe es auf jeden Fall nicht ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob ich es mal eingescannt habe. Ich habe auf dir ein Schild an. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich will ich die Corruption Crates wegen dem Violet Horn, aber das hast du, glaube ich, auch nicht, oder? Das habe ich nicht, ne? Ja, genau, weil ich glaube, ne, ich habe die Shadow Ops zerstört. Richtig. Na, wie ich sehe, bist du bald da. Also, wenn mir die Lane hier nicht auf einmal reißt, dann ja. Weiß nicht, wie lange du sie noch ziehen willst. Sie stellt sich gerade wieder nicht richtig. Ja, vielleicht schaffe ich es noch, da anzukommen. Nein, sie ist weg! Ich habe so ein paar Crates, aber nicht die richtigen. Ich will die doch einfach nur gerade legen. Ist das zu viel verlangt, Mann? Kann ich die auf der Map sehen? Nein, natürlich nicht. Das weiß ich gar nicht mal, wo ich aufgehört habe. Ich weiß, dass ich in einem Baum aufgehört habe, ich weiß nicht mehr welchen. Hier sind ja so viele. Was ist der da? Nicht, oder? Ja, schauen ja alle gleich aus. Außer also das Skelettbaum, aber der ist, glaube ich. Ist der erst nach der Corruption? Ja. Bist du wieder mehr als 2000 Fuß entfernt? Ja, weil ich mein Kabel wieder suchen muss. Ja. Ja, hier ist es. Kann man das nicht in kleineren Abschnitten machen? Was meinst du? Naja, dass du halt nicht versuchst, 1200 zu machen, sondern nur 500. Ich möchte halt, dass das Kabel eine gerade Linie geht. Und das Kabel möchte keine gerade Linie gehen, sondern es möchte schräg nach oben gehen und dann wieder zur Seite. Ist das nicht irrelevant? Ja, eigentlich schon, aber also. Ich möchte es halt da unten lang haben. Da unten sollte auch nichts im Weg sein. Also, außer vielleicht irgendwelches Höhlenzeug, aber das ist mir dann relativ irrelevant. Die Vorstellung, ich aktiviere da unten Bomben und sowas, währenddessen ich da oben Sachen mache. Was zur Hölle, warum klickst du das denn jetzt so? Ach mal, bist du auch komisch, Spiel. Ah, okay. Perfekt. Ich muss einfach durch die Living-Bäume gehen. Die sind hier wirklich meine Hilfe. Ja, ein paar davon habe ich sogar durchlöchert. Oder? Wieso durch? Oh, warte mal, da ist ja noch eine Kiste. Ist da irgendwas Sinnvolles drin? Ah, nein, 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 nein. Nein. Kiste ist auch nicht sinnvoll. Aber ich glaube, ich habe schon. Habe ich schon 2 Stacks Wire verbraucht?
wirst noch 1,5 Stacks brauchen von dort, wo du jetzt bist, zu mir. Wenn du das so genau weißt. Ich sehe, wie weit du weg bist und du brauchst einen Wire für einen Fuß. Ja, ich habe eine Golden Crate. Das ist das Einzige, was mir hier gelungen ist bisher. Und ein Purple Clapperfish, weiß nicht, ob du den hast. Clapperfish, ist er am Klappern? Oh mein Gott, ich habe zwei hintereinander gezogen. Was für eine Prozentchance ist das? Du hast was zwei hintereinander? Zwei Purple Clapperfische hintereinander. Das ist die Keule. Klapper? Ja, es ist eine Keule. Kein Werkzeug. Ich leg dir eine hin. Ich bin mir fast sicher, ich habe dir letztes Mal schon eine gegeben. Ach, fick dich, Spiel. Der möchte mir das Teil nicht umlegen. Oh, jetzt legt dein Arm wie anders. Warum kommt er genau hier raus? Dieser Kackfische. Na egal. Dahin. Wo ist mein... Wasserschatz. Ah, warte mal. Und jetzt mache ich Wire Cutter vom gelben Wire. Oder? Ne, vom roten Wire. Das gelbe Wire ist das, was das hier macht. Und von hier bis hier ist kein Rot. Hier soll nur gelb sein. Ja. Hi. Hallo. Ach Mist, du hast. Die habe ich in eine Kiste gelegt. Warte mal. Ja? Darf ich die erstmal wieder da. Die wird von hier gelöscht. Speichere ich das auch nochmal. Ja. Das hier wird geresearched. Ah, ich glaube, ich werde dir heute keine einzige Crate geben können. Ja, das finde ich aber scheiße. Na. Und dann kann ich das nicht weitermachen. Ja, du fischst jetzt 10 Corruption Crates. So sieht's aus. Ah. Falsche Richtung. Oh. Ist die besser? Ja, ist sie. 30%. Habe ich gerade. 40%. Ja, ich gehe nochmal zum Traveling Merchant und wissen, was der jetzt will. Ja, das ist eine gute Idee. Danke für die Paul, wo immer du die hast. Ja, von ihm. Von ihm? Ja, als er beim letzten Mal da war. Ach, hab ich schon wieder vergessen, dass der das hat. Fancy Dishes, Code 1. Was? Bezala Nektar. Pet Butterfly. Pet Butterfly. Ach, hi. Ich glaube, die ist nicht vom Update. Aber habe ich noch nie gesehen, das Alter. Oh. Doch ein nettes Item. Wenn du meinst. Bisher habe ich Nektar benutzt. Kauf dir meine Items, so viel Geld, ja. So. Zum Glück muss ich jetzt nicht nochmal laufen. Ultra Bright Torch. Oh, okay. Wir haben. Dennis! Was? Wir haben. Immerhin haben wir etwas anderes erreicht heute. Was denn? Sekunde. Hör auf, mich zu nerven, Mann. Ja, schön, okay, goldene Crates. Ja, mach ich mal anders. Oh, hier ist aber Zeug drin am Ende. Nichts Besonderes, glaube ich. Irgendwie schade. Achso. Was wollte ich? Die Eimer hast du, das musst du machen. Eimer? Ich was? Glaube ich noch nicht. Ja, keine Ahnung, was das ist, aber du hier. Hast das auf jeden Fall. Ja, okay, die wollte ich gerade auch raussuchen. Ich mache noch einen 3-Minuten-Trank mit. Möchtest du nicht diese Eimer auch noch reinschmeißen?
Oh ja, das ist Fishing Power. Ich weiß nicht, ob die wirklich hilft, aber du hast die nicht. Ich glaube nicht. Dafür kann ich sorgen. Zumindest wüsste ich nicht, wie sie heißen. Ach doch, ich hab's sogar. Chambakit. Ich weiß nicht, wie lange das hält, das steht aber irgendwie nirgends. Wir sehen es dann ja visuell. Ja, wahrscheinlich sind wir es immer. Jedenfalls 20 Fishing Power, alle drei, also wenn man drei reinschmeißt. Balloon Perfect Fish. Die werden ganz zum Schluss addiert, nach allen anderen Berichten. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe heute eine interessante Sache herausgefunden. Man kann in Temot Loader die Custom Seeds kombinieren. Und das scheint auch zu funktionieren, wenn man diese Welten dann hier rein überträgt. Weil wohl anscheinend nicht der Seed bestimmt, ob das eine Drunk World ist, sondern irgendwie das in der Welt selber eingestragen ist. Und dann kann es quasi auch gehen, dass es mehreres gleichzeitig ist. Wollte ich nur den Zuschauern sagen. Also kann sein, dass ich. Ja. Gut gesagt. Dass ich beim nächsten Mal da vielleicht eine andere Modifikation habe. Oder keine Ahnung. Das Ding ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob das zufällig ist, aber der Drunk Seed hat halt die Himmelsinseln von dem Celebration Seed überschrieben. Und da war kein Halo da. Ist halt schade. Warte mal. Fishing? Ich sollte die Hightech Fishing Line mal anziehen. Ja, guter Punkt. Ich frage mich, ob man damit überhaupt Quates attracted. Aber wahrscheinlich ist das im selben Pool drin. Oder? Es ist einfach nur rohe Fishing Power. Ich weiß nicht, ob die uns hier irgendwas hilft. Ich habe keine Ahnung mehr, wie Fishing Power funktioniert. Na, dieser Femerarene Drops, denke ich. Wird schon passen. Na, negativ kann es ja nicht sein. Ist ja wie ein Angel-Upgrade. Ich könnte noch. Warte. Moonsoul. Sollte uns eigentlich auch nochmal Fishing Power geben. Wir haben ja leider noch nicht das Item, das wir sehen können. Wir haben nur das Wetterradar. Damit sehen wir ja nicht unsere Fishing Power. Nutzen ein Great Potion. Wieso, habe ich doch schon. Ist er nicht abgelaufen? Hab ich doch schon. Okay. Weil ich vorhin die Jump Buckets reingeschmissen habe. Habe ich benutzt. Und hast du schon ein Crate? Kein Verderbten. Ich auch nicht. Jetzt habe ich einen. Oh mein Gott. Gott, hat funktioniert. Crate. Ja, du hast es heraufbeschwört. Ja. In der Zwischenzeit habe ich schon wieder 20 Bass. 21. Great ist halt eher was Rares. Ich will gar nicht wissen, wie viel von diesen Clubberfisch ich schon habe. Der Krätz an sich kommt oft genug, finde ich. Wir haben ja eine 1 zu 5 Chance, dass ein Krätz kommt, aber mehr als die Hälfte davon Holz ist. Das ist halt lame. Korruptionscrates, Korruptionscrates. Wo seid ihr? Keine Pre-Hardmode-Bosse mehr, oder? Was meinst du? Die uns noch fehlen. Welcher denn?
Also die Slime Queen. Die ist nicht pre-hard mode. Okay. Die haben mit dem Halo zu tun. Das. Ich weiß nicht. Ich finde, das kann man sich denken. Nein. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht können wir sie ja spawnen, wenn wir ein Halo hier haben. So genau kenne ich mich damit jetzt nicht aus. Ich weiß nicht genau, wie man die Spawn-Item baut. Goldene Crate, nice. Wir können eine goldene Crate. Ich will eine verdorbene, eine korrupte. Ja. Oh, aber ich habe das hier bekommen. Ah ja, okay. Bis wie viel Uhr willst du heute da sein? Ich gehe in wenigen Sekunden. Oh, ja, so viel dazu. Ja. Ich halte gerade noch so durch. Da sind Herzkristalle drin. Wo? Noch zum Sattel. Ich öffne gerade Gold Crates. Oh, voll dunkel. Ach so, Dackel. Da ist ein Haufen Masterbait drin. Also, das muss man dem geben. Masterbait. Alles andere da drin, glaube ich, brauchst du auch nicht mehr. Außer du musst Masterbait noch scannen, aber ich glaube. Sehe ich Masterbait, der Wurm ist besser. Nein, gleich gut. Aber den Wurm kann ich für Notfall essen. Kannst du? Also nicht direkt, aber indirekt. Boah gut, wie spät haben wir es? Ja, schon zu spät. Ja, der Mario, der hat heute... Ja. Einfach nur ja. Lang gebraucht. Ich habe mich schon gewundert. Ich bin ja erst rein, da hattest du schon, da stand bei dir schon 2 Stunden Spielzeit. Ich meine, das war jetzt nicht nur das Farm, aber wahrscheinlich sehr viel. Ja. Du hast hoffentlich ganz viel Zeug gescannt. Du bist gut vorangekommen. Bisschen. Wie soll ich denn gut vorangekommen sein, wenn ich die ganze Zeit nur das eine Item gefarmt habe? Aber hast du denn große Lücken bei den ersten paar hundert oder bist du jetzt quasi bis zum Mario-Hut wirklich komplett lückenlos, du? Ja, nicht ganz, wenn wir Sachen aus den Corruption Grades fehlen. Okay, deswegen ist dir das jetzt so wichtig. Aber du hattest keinen Bock allein zu angeln. Nein, ich wollte nicht allein angeln. Weil Angeln was Besonderes ist, weißt du? Nee, Angeln ist... Manchmal beruhigend, aber manchmal auch irgendwie sehr langweilig. Die Musik passt irgendwie nicht. Weil das, ach ja, genau, mir fehlen die ganzen Dungeon anderer Farbe und so. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Doch, kannst du schon. Wir gehen gemeinsam in eine andere Welt. Ja, das darfst du auch. Ich weiß nicht, welche Farbe das in der Celebration-Welt hat. Ich habe ehrlich gesagt nie nachgeschaut. Sind die nicht sogar eingefärbt? Also gibt es ja jetzt mehr als nur die 3 Standardfarben. Nein. Ich habe keine Ahnung, Mann. Du verstehst nicht, wie eingefärbt funktioniert. Ja, eindeutig nicht. Bin nicht mehr wach genug. Bist du so bescheuert? Hast du noch nie mit dem Painter geredet? Nein. Ich benutze Dye im Sinne von Kleidung. Ja, das hab ich früher immer gemacht. Paint ist so ziemlich dasselbe, nur für Blöcke. Das ist hier der Fall. Die spawnen einfach pre-painted. Die Hintergrundwände kann man ja gar nicht holen, oder? Wie, du meinst? Was laberst du? Natürlich kann man die holen. Ah, oh, okay. Ja, die brauche ich doch auch. Die kann man nicht craften. Ja, dann ist ja gut. Ich dachte schon, es wird nichts. Du musst halt ganz oben anfangen. Also, du kannst nicht mitten im Dungeon die Hintergrundwand abreißen. Du musst das oben abreißen. Aber wo es quasi anfängt. Ach ja, stimmt. Ja, dann ist ja kein Problem. Ist sogar so, sobald mein Clade Potion ausgelaufen ist, der aktuelle gehe ich. Ist sogar aufgefallen. Also ich habe 2, wie viel hast du? Steht 2 Minuten. Das ist nicht, was ich meinte. So, du kannst meinen restlichen haben. Brauchst du nicht so schnell. Das ist auch nicht, was ich meinte. 16 ist die Antwort. So viele Crates hast du, glaube ich, nicht.
Definitiv nicht. Eine Alse. Ich gebe mir die richtige Antwort. Crates habe ich 0. Du hast keinen. Okay. Corruption Crates habe ich 0. Tut mir leid, aber mein Glück ist heute nicht da. Ja doch, du hast doch den Mario geholt. Oder zumindest hat es dein Imp getan. Ja gut. Ich baue Hellstone ab. Gib dein Imp mal eine Angel. Ich glaube, der hat mehr Glück. Kannst ja mal versuchen. Und, oh, ups, aber war weg. Hä, war weg, was? Der Imp ist weg. Also ist doch noch da. Der war doch gerade eben noch da, was soll? Weiß auch nicht. Ist einmal weg. Oh mein Gott, mein Schmetterling ist auch weg. Ja, weiß nicht, warum entfernst du die denn? Ich verstehe nicht, wie das passieren kann. Ja, warum entfernst du sie denn? Mein Shadow Orb ist auch weg, oh nein. Ja, warum entfernst du es denn? Wir sind in der Reichweite von 3 Bannern. Eater of Souls, Blue Slime und Zombie. Naja, ja, da links sehe ich sie ja sogar. Die wir da hingebaut haben. Reichen die bis hierhin? Ich glaube, ganz schön Reichweite. Okay. Und meine Potions sind abgelaufen, Mann. Ich habe nichts Sinnvolles mehr bekommen. Hier ein Abschiedsgeschenk. Ein Abschiedsgeschenk. Lecker, lecker. Ja, vielleicht hilft. Ich weiß aber nicht mehr auswendig. Dschungelrose oder so hast du nicht bekommen, aber okay, du bist schon weg. Dschungelrose vielleicht? Wieso? Nein. Also ich bin mir sogar fast sicher. Was? Hat die was Gutes? Hat die was Gutes? Also ich schlag dich Team? Gleich, warum stellst du immer so dumme Fragen? Eine Sekunde, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Dschungelrose geschrien habe. Ich gebe R-O-S-E ein. Hast du es nicht in die Kiste gelegt, weil da habe ich es nicht gesehen. Nein, ich habe eine Obsidian-Rose. Ja, das ist was anderes. Irgendwas im Dschungel habe ich doch gekriegt. War das nichts? Nee, eine Rose war es nicht und Dschungel mit dem Wort Dschungel im Namen. Hast du das Nature's Gift gekriegt? Ja, das kann sein. Ja, hier, Nature's Gift habe ich. Gelegt? Oh, tut mir leid, hier hast du eine. Ja, du hättest sowieso irgendwann eine gefunden, oder nicht? Also, häufig ist das ja auch wieder. Ich denke halt nicht 100% an alles. Wenn ich scanne und nicht sofort eine Kopie anlege, vergesse ich's, Mann. Das passiert halt. Ja, ist halt ein Problem bei Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ich möchte jetzt nicht in Dungeon gehen, da Truhen öffnen ohne dich. Beispielsweise. Guck nicht. Das soll das mit passen. Du kannst jetzt übrigens Glückstränke machen. Ich mache erst Glückstränke, wenn ich bei der ID angekommen bin. Ja, oder wenn du mal wieder irgendwas jagen willst, wo es vielleicht hilft. Nein, da werde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ja. Ein Gartenknochen. Kriegt man den denn? Warum ist das Zeug so real, Alter? Was auf jeden Fall klar ist, das Fischer-LP wird lange dauern. Fischer-LP, okay. Ja, ich viel Spaß. Fischer-Klasse. Ja. Alles nur mit Zeug, was man fischen kann. Das hätten wir halt machen müssen, als es noch eine Reihe an Crates gab. Ich verstehe nicht, Instant, was du willst. Naja, weil du dann im Hardmode Instant eine Adamantidrüstung kriegst. Ja, und? Worum geht es dir denn jetzt? Hätte es halt leichter gemacht. Du redest hier wieder von Sachen, die so komplett random sind. Du redest von einem Fischer-LP. Ja. Und ich sag, es wäre einfacher gewesen, das früher zu machen. Was ja Sinn ergibt, wenn man Instant Hardmode Rüstungen bekommt. Ja. Ohne okay. Einen Mechabot zu machen. Ist ja nicht falsch, oder? Ja, okay, aber ich fand das jetzt so ein bisschen unnötig. Okay. Das war jetzt nicht wirklich das, was ich gerade überhaupt im Kopf hatte. Also in 1.4 mache ich das jedenfalls nicht. Ja, ich schon. Ja, du machst alles. Weißt schon. Vor allem, wenn man es so sieht, welchen Sinn macht es denn? Oder ich brauche doch auch die normalen Erzen aus den Dingern. Also ich habe gar keinen wirklichen Grund, die groß zu horten. Und willst du mir jetzt sagen, ja, aber es ist so viel einfacher, Pre-Hard-Mode zu fischen. Wenn du deine Fishing-Spots richtig established hast, glaube ich nicht, dass es so viel schwerer ist.
weil du eigentlich die meisten Gegner wegblocken kannst, den du dich einbaust. Meist. Gibt's Pre-Hardmode-Gegner, die durch Wände kommen? Die Würmer. Ja, im Hardmode fallen dir 5 auch ein. Die Würmer. Ja, und dann noch diese Phantomen. Im Untergrund kann das Schwert und so durch die Wand kommen und kann die teleportieren, ja. Aber ja, die kommen nicht direkt durch die Wand, die teleportieren sich. Also wenn ich da eng genug einbaust, kommt die, glaube ich, nicht rein. Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass es nerviger ist, aber klar, so ein großes Problem nicht. Man, solange die nicht noch irgendwie ist einfach eine Peace-Candle einbauen, dass jedes Mal, wenn du einen Fisch rausholst, auch noch ein Zombie dran hängt oder so, darf man jedes Mal erst. Ey, sowas passiert ja nur am Blattenmund. Ja, ich finde die Idee ja ganz witzig, sowas einzubauen, aber naja. Ja, viel Erfolg noch. Schreib mir dann, wie viel du geangelt hast, wenn du aufgehört hast und du 10 geschafft hast. Immerhin bist du bei 1, ist doch schon mal gut. Ich bin nicht bei 1. Ich dachte, du hattest vorhin eine. Oh, dann hast du mehr als eine, super. Ich bin bei 4 jetzt. Ja, krass, ich weiß nicht, wieso du so viel Glück hast, aber es freut mich. Ich verstehe nicht, warum du gar keins hattest. Frag mich nicht, ich weiß es nicht, was ich verkehrt gemacht habe. Ich drücke Linksklick und dann drücke ich irgendwann nochmal Linksklick und dann hängt was am Haken. Gemacht. Es ist ja nicht so, als wäre da viel möglich. Kann eigentlich nichts verkehrt. Stimmt wohl. Oh, es ist nicht mehr Moon Soul. Ja, muss die Zeit anschalten. Ja. Auf Wiederhören. Bis dann. Ciao. Ich weiß leider nicht, was die richtige Uhrzeit ist. Durch das wissen wir vielleicht ganz geil. Komischen Dinger trägt in meine Crates. Meint, bei der korrupten Crate könnte ich ja sogar glauben, dass sie davon attracted wird. Also bei der könnte ich sogar glauben, dass sie lebt. Wenn ich mir so die Gegner des Biomes anschaue. Oh. Oh. Nice. Los, attracted mir wieder meine Crates. Das Ding ist, ich brauche halt 10, ich brauche literally nochmal 5 mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch hier stehen werde. Ich finde das sehr witzig, dass die Sounds noch da sind, wenn man aus dem Spiel klickt. Koi.
Klappe, Klappfisch. Mal wieder nach der Chili ist. Was nicht wichtig ist, dass ich rechtzeitig ins Bett gehe. Rechtzeitig in Anführungszeichen. Zumindest habe ich wieder reinbekommen. Bisschen mehr als die halbe Minute. Naja. Das war die letzte Sekunde. Ja, ich würde mal sagen, wir werden nicht vergessen, weiter geht's im nächsten Part. Tschö.